Dass diese Kaninchen hier zufrieden und gesund rumhoppeln, ist nicht selbstverständlich. Denn seit letztem Jahr ist in Deutschland, aber vor allem in Nordrhein-Westfalen, die China-Seuche bei den Kaninchen ausgebrochen. Der sogenannte Virus RHD2. Die Krankheit verläuft meist tödlich. Auch in diesem Jahr sind wieder viele Kaninchen an der Seuche gestorben. Iris Tonak züchtet selbst seit 25 Jahren Kaninchen. Ihre Tiere wurden dieses Jahr verschont. Das ist aber kein Zufall, denn letztes Jahr hat sie 20 Kaninchen an den Virus verloren. Jetzt will sie andere Besitzer warnen. Es fing an mit 2, 3 Tieren. Ganz plötzlich an einem Tag kam in den Stall rein, hier in die Box lagen 2, 3 Tiere daneben. Und das kann nicht sein, habe ich doch eigentlich noch nie gehabt. Ja, komm eine halbe Stunde später wieder in den Stall rein, um nachzuschauen. Lagen wieder 2 Tiere daneben. Da habe ich gesagt, nee, hier stimmt was nicht. Hab meine Tierärztin angerufen und die sagte mir, hoffentlich ist das nicht die RHD. Ja, ich sage, ich habe aber doch geimpft, hat aber bis dato immer nur einmal im Jahr geimpft, Myxomatose und RHD. Und sie sagte, nein, das reicht bei dieser neuen Variante der RHD2, so nennt die sich, nicht aus. RHD2 ist ein hochansteckender Virus. 90% der infizierten Tiere sterben daran. Sie verbluten innerlich. Das Fatale, man erkennt in den meisten Fällen keine Symptome. Und übertragen werden kann das Virus über fast alle Wege. Das heißt von Tier zu Tier, durch Insekten, Personen, Futter, Gegenstände und über die Luft. Die Tiere fallen einfach um. Früher hatte man, die kriegten Blut in der Nase, also die verbluten quasi, weil die Blutgerinnung nicht mehr funktioniert bei den Tieren. Na, dann haben die Blut aus dem After raus gehabt, aus der Nase raus und kriegten keine Luft mehr, weil wahrscheinlich in der Lunge auch die Lunge auch am Bluten war und all solche Sachen. Aber diese neue Variante, sie sehen keine Symptome. Die sind einfach, ich sage, sie kommen eine halbe Stunde später im Stall. Die Tiere waren vorher noch so genau wie jetzt hier am Hoppeln und am Fressen und sie liegen plötzlich tot da, ohne irgendwelche Vorwarnung. Die einzige Möglichkeit, die Tiere vor dem qualvollen Tod zu bewahren, ist, sie regelmäßig impfen zu lassen, 2-mal im Jahr. Und genau das empfiehlt auch Iris Tonak. Nach dem Schock im letzten Jahr hat sie alle Tiere sofort nachimpfen lassen und bis jetzt zum Glück kein Kaninchen mehr an den Virus verloren.